Will das Schaf jetzt auch noch mitnehmen? Kühlschalen und Keramikschüssel. Ja, prima. Und auf geht's. Ich brauche Eisen. Oh. Ich sammle Erz. Mhm. Dann mach das mal. Also nicht, dass ich nicht genug Kohle hätte, aber wenn ich schon mal hier bin. Auch wieder Kohle. Bisschen nervig. Heute, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Hier gibt es echt nur Kohle, oder? Na gut, gucken wir mal, wo wir jetzt gleich landen. Ach so, das war das. Ich erinnere mich dunkel. Das war das schon. Naja, aber wir haben immerhin eine seltene Truhe schon mal geknackt. Vielleicht muss ich irgendwie so ganz weit drüber schippern. Dann irgendwo anzukommen, wo ich sonst nicht angekommen wäre. Nämlich hier. Nein. Oh. Echt jetzt? Freundchen, ich habe das geschafft. Das ist voll unfair. Also richtig unfair ist das. Na warte, das schaffe ich noch. Wäre ja wohl gelacht. Vielleicht reicht ja sogar. Nee, ich glaube, muss wirklich von da oben, ne? Ach guck, hier ist auch noch einer. Hab ich noch gar nicht irgendwie. Ja, manchmal, ne? Wahrscheinlich reicht das. Oh. Ne. Wahrscheinlich muss das echt von ganz oben. Ja, von ganz oben. Na gut, dann gehen wir halt nach ganz oben. Flieg!
Oh weh, das klappt nicht, ey. Es geht wieder nicht. Was muss man denn da können? Das ist ja gemein. Na warte, irgendwann schaffe ich das noch. Das finde ich gut. Kann ich nämlich mein Birnenbäumchen da hinsetzen. Okay, ich habe keinen Birnenbaum. Dann sollte ich mir den für Birnen und Pfirsiche übrig lassen. Hast du Annie gesehen? Sie ist meine Tochter. Ich glaube, wir haben uns auf dem Weg hierher aus den Augen verloren. Sie sollte leicht zu finden sein. Heute trägt sie ihren roten Hut mit ihrem schönen blauen Strandoutfit. Es war ein Geburtstagsgeschenk ihres Vaters, weißt du? Es ist... Oh, Annie, wo bist du? Uiui. Kann ihr gar nichts geben. Okay. Dann gucken wir mal, was wir mit Annie Strandoutfit machen können. Strandoutfit in Blau. Und der Hut in Rot. Na, mal gucken. Anni, da bist du ja. Ich hatte Angst. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Ich bin müde. Wir sind auf dem Weg nach Hause, nicht wahr? Sag mir Bescheid, wenn wir dort sind. Na, es ist jetzt wohl Zeit für uns, wa? Hm. Okay. Kein Hunger. Okay. So, kommst du mit? Jetzt hast du aber Hunger. Oh, Anni, wir sind da, nicht wahr? Können wir jetzt gehen? Schweren Herzens. Also gut. Besser ist das manchmal, ne? Guck mal, muss nicht alleine gehen. Sagen dir so viele nur Tschüss. Tschüss. Was für eine traumhafte Landschaft. Hast du diesen Ort ganz allein gefunden, Anni? Du warst früher doch immer auf Entdeckungsreisen, nicht wahr? Eine richtige Abenteurerin. Ich bin so stolz auf dich.
Diese Bäume sind wirklich fantastisch. Eugene wird sich wirklich aufregen, dass er die verpasst hat. Vielleicht kann er nächsten Sommer ein bisschen frei nehmen. Ja, wir sollten hierher zurückkehren. Ich könnte ewig hier bleiben. Du hast mir in letzter Zeit gar nichts über die Schule erzählt. Ist alles noch in Ordnung? Und sind deine Noten... Oh, natürlich. Du hast deinen Abschluss ja schon vor langer Zeit gemacht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich so verwirrt bin. Tja, irgendwann wird's für alle Zeit. Du bist nicht Anni, oder? Ja, natürlich. Ich werde in letzter Zeit immer vergesslicher. Vielleicht wird Eugene, wenn du deinen Vater triffst, erzähl ihm von den Bäumen, in Ordnung? Nächstes Jahr wird er sicher gerne mit uns kommen. Mach's gut. Da geht sie dahin. Süß. Schade, schade. Ach ja, so ist das. Ah, kann ich schon zwei betrachten. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.